Bei Fortnite hat man eigentlich immer viel Spaß. Willkommen bei WatchMojo Deutschland, heute mit unseren Top 10 lustige Fortnite-Momente. Um auch in Zukunft die besten Videos nicht zu verpassen, abonniere uns und aktiviere die Glocke. Für diese Liste schauen wir auf die lustigsten Momente, die Spieler beim Spielen von Fortnite erlebt haben. Nummer 10. Plötzlicher Tod. Beast991091. Killstreak-Videos sind ja schön und gut, aber richtig viel Spaß machen die intensiven 1 gegen 1 Duelle. Dieser Clip von Beast991091 brachte uns dazu, über seinen Gegner zu lachen, obwohl wir kaum ruhig sitzen konnten. Beast hatte nur noch einen einzigen Lebenspunkt übrig und irgendwie hatte sein Gegner es nicht geschafft, ihn mit 2 Haftgranaten und ein paar Kugeln aus dem Weg zu räumen. Wie hat Beast überlebt? Nun, er schaffte es, seinen Gegner in eine Falle zu locken. Wir können uns die Wut seines Gegners nur vorstellen. Nummer 9. Hättest einen Arzt rufen sollen. Auf dem Weg in die letzten Kreise kommt es möglicherweise zur Pattsituation mit eurem Gegner oder in einigen Fällen Gegnern. Dann ist es ratsam, sicherzustellen, dass ihr genug Heilungsgegenstände dabei habt, genauso wie es Weasel211 tat. Wir hoffen nur, dass ihr nicht das gleiche Schicksal erleiden werdet wie seine Gegner. Als der Kreis näher kam, schaffte es Weasel, ein paar Lagerfeuer zu errichten, um bei Gesundheit zu bleiben. Allerdings hat das Spiel den Boden, auf dem sie platziert wurden, irgendwie nicht bestätigt und Weasel stürzte in den Tod. Gut, dass dies nur im Playground-Modus passiert ist. Nummer 8. Card Clown. TRC1522. Seit ihrer Einführung haben ATKs die Spielstrategie vieler Spieler verändert. Wir sind sicherlich nicht die einzigen, die über den Versuch eines Autodiebstahls nachgedacht haben, oder? TRC1522 schaffte es, indem er auf ein Golfkart flog, das von 2 gegnerischen Spielern gefahren wurde. TRC eliminierte den Beifahrer, springt ab und schießt dann auf den Fahrer. Es erinnert uns an die Szene in Deadpool, wo unser Held die Bösen verprügelt, während sie die Autobahn entlangfahren. Ach, das war gut. I know, right? Nummer 7. Eine Reihe bilden. SneakyB71. Es kommt nicht oft vor, dass man mehrere Spieler sieht, die etwas Dummes tun. Wenn doch, liegt dies wohl daran, dass die Spieler in einer gemeinsamen Party sind. Was SneakyB71 sah, war jedoch ein seltenes und merkwürdiges Ereignis. Auf seinem Weg durch Tilted Towers sah Sneaky ein paar Spieler, die ihre eigene Polonaise machten. Naja, eher eine Kriechnaise. Anstatt ein Trottel zu sein und ein paar leichte Kills zu machen, schlossen sich Sneaky und sein Teamkollege dem Treiben an. Später versuchte tatsächlich jemand, alle zu töten, wurde dann aber sehr schnell selbst getötet. Nein! Oh! Nummer 6. Eine ehrenwerte Aufgabe. BigNastyBoy3414. Habt ihr schon einmal versucht, alleine ein Squad-Spiel zu gewinnen? Zur Info, es ist verdammt hart. Naja, zumindest für uns. BigNastyBoy3414 schaffte es bis zum letzten Kreis und versteckte sich dann vor einem vollen Vierer-Squad. Als er gefunden wurde, legt er ein Tänzchen hin. Offensichtlich schien ein Kampf aussichtslos, das wäre Selbstmord. Stattdessen schickten sie ihn mit einer Rakete los, bevor sie ihn abschossen. Wenigstens konnte er abtreten, während er auf seiner Gitarre rockte. Nummer 5. Ich brauche kein Gebäude. Daniel Hardy 779. You're not gonna be able to get it built. In einem Spiel wie Fortnite wird man schnell übermütig und faul. Sobald man denkt, dass die Dinge nach Plan laufen, kann sich das Spiel in Sekundenschnelle drehen. Leider wurde dies für Daniel Hardy 779 zur lustigen Gewissheit.
In einem Spiel im Getaway-Modus gelang es Daniel und seinem Team, ihre Feinde bei einem Safe zu erledigen. Einer seiner Teamkollegen erinnerte Daniel daran zu bauen, worauf er antwortete: Ich muss nicht bauen. Trust me, I don't need no building. Er wurde schnell von einer Haftgranate getötet. Lasst es euch eine Lektion sein, Kinder. Wenn ihr denkt, dass ihr nicht bauen müsst, baut trotzdem. Nummer 4. Toilettensieg. T-Few. That's meta, dude. I hate to pee so bad. I'm about to pee on this guy. Da wir gerade über wichtige Lektionen sprechen, es gibt noch eine weitere. Geht zwischen den Runden auf die Toilette, nicht während. Es geht meistens nicht gut aus, besonders in den letzten Momenten eines Spiels. Außer wenn ihr ein Spieler wie T-Few seid. Nachdem sich T-Few in einem Badezimmer im Spiel versteckt hatte, verschaffte er sich in seinem echten Badezimmer Erleichterung. Abyss. Why though? I don't want him to... Ein paar Minuten später wird sein letzter Gegner vom Sturm eliminiert, was ihm den Sieg einbringt. Du hast Glück gehabt, Kumpel, aber übertreibe es nicht, okay? I don't even need to touch the mouse and keyboard, dude. I could just touch myself. Nummer 3. Ich bin eins mit der Macht und die Macht ist eins mit mir. TSM Myth. I am one with the force is one with me. I am one with the force and the force is one with me. I am one with the force and the force is one with me. Dank seiner blödeligen Art und seiner fachlichen Kompetenz ist Myth einer der unterhaltsamsten Fortnite-Streamer, die es gibt. Wenn er mit seiner Freundin Pokimane loszieht, wird alles noch lustiger, besonders wenn er sie trollt. Zum Beispiel in diesem Clip, wo Myth und die Truppe gegen ein gegnerisches Team kämpfen. Der Kampf wird so hektisch, dass er wiederholt sagt: Ich bin eins mit der Macht und die Macht ist eins mit mir. I'm one with the force and the force is one with me. I'm one with the force and the force is one with me. I'm one with the force and the force is one with me. Pokimane nervte es, aber man merkt, dass sie beide voll im Witz waren. Aber mal im Ernst, gute Rogue One-Referenz, Myth. The force is with me. And I am with the force. Nummer 2. Dr. Lupo, Driftjäger. Dr. Lupo. Careful. Here we are, out in the wilderness. Er hat zwar nicht so eine große Fanbase wie Myth oder Ninja, aber Dr. Lupo ist zweifelsohne lustig. In diesem Clip bemerkten Lupo und sein Team einen Drift, der sich in einem Busch versteckt. Offensichtlich war der Spieler AFK und Dr. Lupo nutzte die Gelegenheit, um uns seine eigene Version einer Naturdokumentation zu liefern. I've never been able to get this close to one before and it has... It appears to be waiting. Maybe it's attempting to feed. Gerade als es richtig lustig wird, fängt das Beobachtungsobjekt an, auf Lupo zu schießen und wird sofort von Lupo eliminiert. Der Spieler hätte besser AFK bleiben sollen und beten, dass Lupo ihn nach einer Weile in Ruhe gelassen hätte. Or laying its eggs. Do cats lay eggs? The cats lay eggs. I'm not sure. Nummer 1. Mutige Rettung. Mr. Muselk. Alright boys, he looks friendly. We're gonna execute a rescue mission. No man deserves to die alone off the side of the map. Dies ist vielleicht der berühmteste Moment in der Fortnite-Geschichte. Nachdem Mr. Muselk einen gegnerischen Spieler eliminiert hatte, bemerkte er einen weiteren Spieler, der am unteren Rand der Karte gestrandet war. Nachdem Muselk eine Treppe gebaut hatte, um ihn zu retten, bemerkte er das Baulimit. It's at the build limit. You can't build lower, that's why you're stuck. Also schnappte er sich ein nahestehendes ATK und fuhr die Klippe runter, um ihn abzuholen. Als Muselk landete, schleuderte er den Spieler schließlich von der Karte und eliminierte ihn dabei. Das war so witzig, dass es sogar vom offiziellen Fortnite-Twitter-Account geteilt wurde. Und um das Ereignis zu würdigen, platzierte Epic einen Grabstein und einen Satz Reifen, um sicherzustellen, dass dies nie wieder vorkommt. Is the rescue plan actually gonna work? Oh my God, it actually would have saved him. Stimmst du unserer Auswahl zu? Für noch mehr Top 10, abonniere einfach WatchMojo Deutschland.